Wer wird für die kommenden 7 Jahre Oberbürgermeister in Rostock, der größten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern und eine der wichtigsten Großstädte in unserem noch schönen Ostdeutschland? Um diese Frage geht es bei der Stichwahl am 16. Juni. Bedauerlicherweise hat die AfD keinen eigenen Kandidaten aufgestellt. Ein auch aus meiner Sicht geeigneter Kandidat war durchaus im Gespräch, leider ohne Erfolg. Geschenkt. Nun haben wir die Wahl zwischen dem parteilosen Dänen Klaus Ruhe Madsen und Steffen Bockhahn von der Linkspartei. Madsen ist für uns Patrioten sicherlich kein einfacher Kandidat. Seine bestenfalls blauäugige Haltung in Bezug auf Linksextremismus und Antifa hat viele von uns mindestens verblüfft. Spätestens seit einem Sprengstoffanschlag auf mein Privathaus, der innen wie außen erhebliche Schäden anrichtete, weiß ich, wie Linke mit Andersdenkenden umgehen. Wenn ich mich davon schon nicht habe einschüchtern lassen, sollte Herr Madsen erst recht klare Kante gegen Linksextremismus zeigen. Umso erfreuter waren wir, dass sich ein dubioses Foto, welches im Internet kursierte und angeblich Madsen mit Ex-SED-Chef Gysi in einem Rostocker Lokal zeigen soll, als böswillige Fake News herausstellte. Nun ja, Madsen will der Oberbürgermeister aller Rostocker sein und das schließt die nicht geringe Wähler- und Sympathisantenschaft der AfD hoffentlich mit ein. Dass er es an dieser Stelle ernst meint, harrt bis heute eines eindeutigen Zeichens, welches seinerseits noch zu setzen wäre. Steffen Bockhahn ist im Gegensatz zu seinem Kontrahenten keinen Tag seines Lebens einem bürgerlichen Beruf nachgegangen, hat sich nach allem, was wir wissen, stattdessen immer nur in der Politik herumgetrieben und auf Kosten anderer gelebt. Mal ehrlich, was weiß so jemand vom wirklichen Leben? Bockhahn hat über seinem Schreibtisch ein Porträt von Che Guevara hängen und in seinem Schrank jede Menge Mao Zedong-Bücher zu stehen. Bei diesen politischen Vorbildern kann einem für unser Rostock eigentlich nur Angst und Bange werden. Kulturrevolution und Enteignungen statt Freiheit und Marktwirtschaft? Deswegen werde ich, meine Familie und meine Mitstreiter am 16. Juni Klaus Ruhe Madsen wählen. Der Mann weiß, was es heißt arbeiten, sich vom kleinen Angestellten zum erfolgreichen Unternehmer hochzumalochen und ist dadurch ein Vorbild für die junge Generation. Die Hansestadt Rostock soll ein Hort der Freiheit bleiben und kein Pyongyang am Warnow-Ufer werden. Also, liebe Freunde, wählt aufrecht!